Der Tabular Editor ist ein sehr bekanntes Tool, welches sich hervorragend für die Entwicklung und Gestaltung von Tabular-Datenmodellen eignet. Dieses Video wird eine Einführung sein, sowie auch einen Überblick über die Funktionen des Editors und auch auf was bei der Entwicklung zu achten ist. Sehen wir uns das nun Schritt für Schritt gemeinsam an. Beginnen wir mit der Installation des Tabular Editors. Ich habe hier auf dieser Folie die Adresse des Tabular Editors angegeben. Sehen wir uns nun diese Webseite gemeinsam an und wo der Download für diese Software sich befindet. Ich befinde mich nun auf der tabulaeditor.com Webseite. Diese Webseite bietet viele Informationen zum Nachschlagen einzelner Funktionen des Tabular-Modells, aber auch neueste Funktionen. Wenn man nun zum Download-Bereich kommen möchte, klickt man einfach auf der Startseite den Download-Button. Anschließend werde ich auf eine GitHub-Webseite weitergeleitet und erhalte nun zum Tabular Editor die neueste Version, in diesem Fall 2.11.5. Hier gibt es noch eine Auflistung der wesentlichen Bugfixes und Verbesserungen. Am Ende dieser Webseite befinden sich nun die einzelnen Software-Exe-Dateien. Hier am besten diese tabulaeditor.installer installieren. Ist im Wesentlichen eine sehr schlanke Software mit 3 MB. Nachdem ich nun den Tabular Editor installiert habe, habe ich bereits ein Modell, ein Tabular-Datenmodell geladen, in meinem Fall das aus AdventureWorks. Ein Hinweis: Tabular-Datenmodelle werden immer mit der Endung BIM gespeichert. Wie man nun schön erkennen kann, listet mir dieser Editor das Datenmodell nach diesen 6 Ordnern bzw. Rubriken auf. Also ich beginne mit der Datenquelle, sehe nun die Perspektiven, die Relationships, die Beziehung der einzelnen Dimensionen, die Berechtigungsrollen und auch die Tabellen bzw. Dimensionen. Abschließend kann auch noch eine Translations hinterlegt werden. Der Editor bietet viele Möglichkeiten an. Sehen wir uns im ersten Schritt mal die Erstellung eines neuen Meshers an. Hierzu gehe ich in den Tabellenbereich und öffne meine Bewegungstabelle, meine Faktentabelle, in diesem Fall Internet Sales. Ich kann hier mit einem Rechtsklick und Create New ein Measure anlegen oder auch ein Calculated Column. Wenn ich nun ein neues Mesh anlegen möchte, kann ich nun einen Namen vergeben und habe hier in den Expression Editor die Eingabemöglichkeit eines DAX-Ausdruckes. Ich kann beispielsweise hier die Summe aus dem Sales Amount mit einfachen Drag and Drop erstellen. Des Weiteren habe ich auch noch die Möglichkeit, Berechtigungsgruppen zu verwalten. Hierzu kann ich ganz einfach wieder mit einem Rechtsklick eine neue Rolle anlegen und im Bereich Row Level Security
wir hier zu sehen, ganz spezifiziert eine Bedächtigungsrichtlinie festlegen. Ich habe auch ganz einfache Funktionen zur Auswahl. Beispielsweise gibt es hier die Möglichkeit, eine Sortierung, um ein sauberes Datenmodell zu verwalten. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Funktionsweise von Perspektiven. Diese ist grundsätzlich beim Laden des Datenmodells, wie hier zu sehen, auf alle Objekte vorgegeben. Ich kann hier nun auswählen, ob ich nun beispielsweise in eine andere Perspektive schalten möchte. Es gibt bereits diese Internet Sales Perspektive und wie man sieht, habe ich nun eine geringere Anzahl an Tabellen verfügbar. Möchte ich nun aus der Sichtweise eine bestimmte Tabelle hinzufügen oder entfernen aus der Perspektive, so kann ich das mit einem Rechtsklick und Show in Perspectives dementsprechend auswählen, in welcher Perspektive ich das sehen möchte bzw. verstecken möchte. Häufig ist es auch notwendig, bestimmte technische Felder im Datenmodell auszublenden. Hierzu kann ich auch wiederum mit einem Rechtsklick ganz einfach mit einem Mac Invisible eine Feldbezeichnung, ein Feld ausblenden. Wenn wir uns nun ein Feld näher ansehen, in den Einstellungen hier, gibt es wichtige Spalten, die zu beobachten sind. Beispielsweise habe ich hier den Datentyp dieses Feldes. Des Weiteren habe ich auch noch die Information, aus welcher Spalte dieses Feld als Datenquelle vorgibt. Ich kann auch noch weitere Informationen, wie beispielsweise bei einem Measure die Information des Format Strings angeben, ob es sich nun in den allgemeinen Format oder um einen Dezimalformat handelt. Nachdem man mit der Entwicklung des Datenmodells abgeschlossen ist, hat man natürlich die Möglichkeit, dieses Modell zu deployen. Hierzu gehe ich im Menü auf Model und klicke auf Deploy. Dann habe ich hier die Möglichkeit anzugeben, auf welchen Server ich dieses Datenmodell deployen möchte. Wie man schon sieht, bietet dieser Editor sehr viele Möglichkeiten und auch eine sehr rasche Bearbeitungsmöglichkeit an. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einen Kommentar. Ich versuche euch zu helfen. Tschüss und bis bald.